Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von MudRunner Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo! Ja, wir sind immer noch auf der Map Überschwemmung und der aktuelle Plan ist, dass wir uns, ich guck mal ganz kurz auf die Karte, dass ich hier rüberfahre zur Insel. Schaut auf jeden Fall bei der letzten Folge vorbei, weil das da anfangen, damit das erste Erklärung. Und Pascal fährt jetzt hier rüber zum Zentrum und sammelt das hier ein. Wir müssen von hier das Holz auch da bringen und deshalb machen wir das jetzt so. Genau. Ja. Und die westlichen und südlichen Beobachtungspunkte, die schalten wir dann frei, während wir das Holz dann zu dem einen Sägewerk bringen, was wir hier auf der Map haben. Außerdem ist es gerade richtig nervig, weil auch eine Nacht ist. Ja. Und das andere Problem, was es nervig macht, ist, dass einfach, sagen wir mal, 66%, also zwei Drittel der Map überschwemmt sind. Einfach Wasser. Na dann, tschüss. Na ja, ciao. Unsere Wege trennen sich jetzt ja einmal, wir machen unsere beiden Tasks und dann treffen wir uns hier wieder wo am Land und fahren dann gemeinsam halt eben das Holz holen. So, was beim durchs Wasserfahren immer ganz hilfreich ist, ist erstens das Licht anzumachen, dann ist hier immer noch mal ein bisschen mehr. Bis nachts. Ja, dann sieht man halt den Untergrund und tagsüber kann man einfach, halt einfach nur von oben reinschauen, ins Wasser sieht man auch den Untergrund und kann euch ja ahnen, wie tief es ist. Und schauen, wo man hinlenken sollte und wo nicht. Genau. So, also ich gucke halt auch gerade so seitlich auf mein Fahrzeug drauf, weil dann siehst du halt mehr vor dir noch. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so schön, aber da fällst du halt nicht so einfach ins Wasser. Ja. Ich sag mal so, Priorität ist, dass wir hier nicht versinken. Zweite Priorität ist, dass das Video auch halbwegs gut aussieht. Genau. Ich bin zwar etwas langsam unterwegs, aber dafür halt so stetig, weißt du, ich meine? Also ich fahre im dritten Gang hier durchs Wasser. Was ist mit meiner Automatikschaltung los? Wow. Ah, jetzt bin ich im ersten Gang. Jetzt hat's mal runtergeschalten. Wie freundlich. Ich habe Angst, dass mein Motor unterdreht. Ja, mit Schwung ins Wasser. Dritter Gang und dann. Das ist immer cool, so flatsch dann so rein ins Wasser da. Und dann bremst du so immer weiter ab und. Na toll. Okay, ich tippe immer mal so kurz ein. Das macht dann so einen Schaden. Mhm. Das kann ich tausendmal machen, dann wird es problematisch. Bei mir ist es extrem flach gerade die ganze Zeit. Das ist ganz nett. Naja, freut mich für dich. Ich habe wieder einen Schaden bekommen. Wieder einen Schaden. 15 Schaden. Ein Schaden. Ich bin jetzt, glaube ich, bei der Insel so langsam angekommen. Ja, ich bin gerade auch auf Land. Also ich treffe hier gerade auch auf Land. Der Wunsch. Boah, hier vor dem Land ist es ganz schön tief und mein Licht reicht nicht mehr aus, als dass ich noch sehen kann, wo der Boden ist. Naja, okay, nein, ich bin noch nicht bei der Insel. Das ist nur so ein Zwischenstück, wo die Straße irgendwie mal angehoben wurde. Ach, so eine kleine Mini-Insel dazwischen auf dem Weg. Es ist alles dunkel, modrig und ein Arbeitsfeld, wo man nicht gerne isst. Also nicht isst mit Doppel-S, sondern mit einem S. Ja, essen würde ich auch nicht. Ich versuche aber gerade noch durchzuquetschen hier durchs Wasser, weil ich sehe den Boden eh nicht mehr. Und es wird einfach auch nicht niedrig. Und ich sehe, dass Wasser in meine Kabine reinspritzt. Aber in großen Schwallen. Ding ist, meine Kabine, die sieht halt so aus, als wäre die dicht. Ja, bei mir sieht es aus, als ob mein Fenster offen wäre und ein ganzes Wasser reinplatscht da. Warum habe ich eigentlich einen Holzauflieger mitgenommen? Ja, ich habe ihn auch schon drauf. Ist aber auch egal, der endet jetzt nicht so viel in deinem Truck. Solange er nicht beladen ist, ja. Ja, da hat er eigentlich nur relativ wenig Gewicht, deswegen. So, ich sehe den Beobachtungspunkt. Yay! Ich sehe dein Fahrzeug schon. Yay! Aua, am Baum hängen geblieben. Bäume umgefahren. Ja, das ist aber ein standhafter Baum, in dem ich hängen geblieben bin. Nicht so ein modriger, den man einfach umknicken kann. Holzstock. Sondern das ist ein standhafter Baum. Hey! Ja, ich habe extrem tolles Gebiet freigeschaltet. Das umweltbewusst. Aus Wasser und Inseln. Was heißt hier Umweltbewusst? Haben wir Sprit verloren oder so?
dann fahre ich wieder zurück zum Treffpunkt. Ja, einer der Trucks hat Reparatur und Zeug. Nice. Reparatur und Zeug. Naja, Sprit. Nicht. So kann man auch wenden. Minimaler Wendekreis, eine Punktdrehung. Wie eine Punktdrehung. Ich fahre rückwärts gegen einen Baum mit beiden Achsen eingeschlagen und drehe mich an diesem. Alles klar. Also ich sehe die Straße halt schon wieder. Ja, schön für dich. Ich sehe auch Matschweg. Na, ich sehe die Straße aber, an der wir uns treffen wollen. Schon. Sehr gut. Also irgendwie wird der Rückweg sehr, sehr viel kürzer als der Hinweg, oder? Fühlt sich zumindest nur kürzer an. Naja, ist vielleicht der Tag. Ja, es kann sein, dass es im Tag sehr einfacher fahren lässt, wenn man ein bisschen mehr sieht. Wann lang fährt. Ach, ich habe mich noch nie so gefreut über Matsch. Ich versuche einfach so dem Verlauf der Straße zu folgen, weil da ja irgendwie dann vielleicht. Also ich vermute mal, dass dort noch am ehesten Substanz ist. Mhm. Deswegen bin ich jetzt hier so die kurze Kurve oben rumgefahren. Ja, ich parke. Schön, dass du Kaffee trinken kannst. Ich stehe am Straßenrad, der Motor ausgeschaltet. Nein, ja. Das war zu tief. Scheiße. Und schauen wir mal, wo Tobi sich gerade so ab. Oh. Hast du den Krall versenkt? Mhm. Ich hoffe, ich ist mir rausgezogen. Der Vorteil von einem kleineren Fahrzeug ist, dass du mehr von vor dir siehst. Also halt anteilig mehr Fläche, weil das Fahrzeug halt weniger vom Bildschirm einnimmt. Na gut. Das Fahrzeug ist zu schwach, es kriegt den Großen nicht raus. Muss ich dich andrücken? Ich hab noch ein anderes. Aber soll ich mich schon mal in die Richtung begeben? Kannst du machen? Ich meine, du hast ja auch zwei Fahrzeuge, du musst ja nicht dein großes nehmen. Ich weiß nicht, du hast ja glaube ich die gleichen wie ich. Also du hast ja auch nochmal diesen Radlader-Dings rum. Ich habe hier einen Traktor. Trecker. Einen kleinen. Den nimmst du bitte nicht. Der ist hinten ein Tank, also Mehrzweck-Auflieger so. Da liegen so ein paar Tankfässer und ein Werkzeug drauf. Also, wenn ich dich rausziehen soll, müsstest du dich aber reinsetzen in dein Fahrzeug, sonst kann ich damit nicht interagieren. Na, nee, ich glaube, es geht schon. Oh, der liegt ein bisschen tief. Warte mal, F war doch zum Einziehen, oder? Ja. Ja, das schaut gut aus. Wir können ja so machen, du fährst mit dem Holztruck jetzt hier einfach wieder zurück mit dem, und ich fahr dir mit dem Ding jetzt hier hinterher. Nee, vor, bitte. Ich hab ja nichts zu tun. Vorne weg. Okay, muss erstmal Route setzen. Wie lang? Am besten so entlang der Straße, beziehungsweise wo die Straße halt weitergehen wird. Ja, ja. Ich nehme mal an, du hast dein Dings auch repariert mit deinem Traktor? Nö. Das hier gerade, mit dem ich gerade fahre, hier nicht. Nö. An der Stelle bin ich übrigens abgesoffen, ich sag's nur. Ich merk's. Das ist übrigens das mit Umweltverschmutzung. Ich glaube, weil es Sprit, wenn du im Wasser liegst. Ja, ach, deswegen ist ja so ölig. Ich habe mich schon gewundert, in der letzten Folge, warum es hier teilweise mal so regenbogenfarben Wasser war. Wolltest du nicht irgendwie vorfahren? Ja, ich. Aber ich komm nicht raus. Ich bin hier irgendwie eingebuddelt unter Wasser. Warum ist der Motor eigentlich dort unten in der Mitte und nicht hier oben drin? Das wäre doch irgendwie ein bisschen schlauer, oder? Also so mal Wasserfahrten gesehen.
Was bobt das hinten drin? Also ich komme jetzt ums hinterher gefahren. Noch mit ein bisschen viel Abstand. Ich habe hier schrie noch mal ein bisschen, damit du auch holen kannst. Ja. Es könnte sein, dass ich vielleicht irgendwann noch mal mit dem Ding hier liegen bleibe. Aber dann hast du ja Bäume da. Es wird noch eine Weile dauern. Denke ich mal. Ich habe noch 75 Liter. Hast du ja auch getan, ne? Auf jeden Fall nicht. Ah, ich sehe dich. Ja, ich sehe dich auch. Ach, was war denn das? Ich gedenke mich zu erinnern, dass ich hier auf dem Stück am wenigsten Probleme hatte. Es ist aber auch nur so eine ungefähre Erinnerung, also. Gedenke mich zu erinnern. Gibt es eine modernere Redewendung, als ich gedenke mich zu erinnern? Ich möchte es bezweifeln. Hilfe. Steck fest und komm Schaden. Ja, ein bisschen Schaden ist immer dabei. Ich meine, du fährst die ganze Zeit durch Wasser, da kann man ein bisschen Schaden einstecken, oder? Irgendwie nicht, aber zu so tief im Wasser fahren, dass ich durchgängig Schaden bekomme und dann nicht mehr weiter vorwärts komme, weil ich feststecke. Das wäre natürlich schlecht. Aber sag mal, da ich ja die Hauptmission bin und immer noch weiterfahre. Naja, ich kann ja absuffeln, das ist mein Problem mit dem Ding. Ich muss mit dem Ding eigentlich am Ziel ankommen. Das hat ja keinen Nutzen. Nur den Nutzen für den Fall, dass du dich nochmal festfährst, dass du eine mobile Einsatzhilfe hättest. Wow, hier ist die Strömung, ich sehe gar keinen Boden mehr. Obwohl doch, da ist wieder welche. Ja, ja, das hatte ich zwischendurch auch. Du schaffst das! Das hatte ich zwischendurch auch, dass ich vor Strömung keinen Boden mehr sehen konnte. Vor Strömung keinen Boden mehr sehen. Doch, genau, so ein Spruch. Jetzt können wir als Folgentitel benutzen. Als er vor Strömung den Boden nicht mehr sehen konnte. Achtung, Achtung, nicht um was ablenken, das geht schief. Einmal kurz nicht aufgepasst und direkt. Kritisch. Oh, ich komme nicht vorwärts. Ich komme vorwärts. Oh, ey, nächste Karte, dann wieder ein bisschen mehr Land, hoffentlich. Na. Krieg ich langsam eine Wasserphobie. Ich bin da. Ja, okay, lass ich meinen Truck stehen. Oh, scheiß drauf. Wo sehe ich denn einen anderen Truck? Ja, den siehst du nicht, weil er grau und durchsichtig ist. So, jetzt sitze ich drinne. Mahlzeit. Auf unserer Route ist ein See. Falls du Wasser willst. Ich überlege, ob ich an der Werkstatt vorbeifahre nochmal. Warum? Ah ne, okay, lass ich. Hast du so viel Schaden? Nö, 88 von 1000. Ja, ich habe mal an der Werkstatt ist ja auch noch. Aber dein Fahrzeug ist echt robust, wenn du 1000 Schaden aushalten kannst. Ich sag ja. Ich kann 600 aushalten. Aber ich sag mal, meins sieht auch so ein bisschen so aus wie das helle Vielhaus. Amphibienfahrzeug. Naja, das ist es nicht. Aber so sieht's ein bisschen aus. Weil der Motor absäuft und unten gelegen ist, also sorry. Den hätte man ja problemlos oben drauf bauen können. Komm. Wenn du meinst, dass das sinnvoll ist. Ja. Ich fahre einfach Luftlinie zum Punkt. Also mal hier. Ach so, ja, zum Punkt. Na gut, hier geht ja so ein Weg weiter. Dann folge ich einfach dem Weg, ja. Außerdem, der Punkt ist doch hier direkt auf der Wiese schon. Oh ja. Gut. Ich folge dem Matschweg. Ja, weil wir können ja gleich mal schauen, wo der hinführt. Ein Schrecker. Ja, aber wahrscheinlich ist es sogar der Weg nach hier unten. Ne? Ah, das ist auch noch ein Fahrzeug.
Und das kann ich jetzt auch einsteigen. Ich habe noch so eins. Noch so ein Fahrzeug. Ja. Ein E7310. Was hast du hier? Ah, du hast auch einen. E7310 habe ich auch, ja. Yay. Ich überlege gerade, soll ich jetzt um den Wald herumfahren, wieder zurück auf dem Weg? Beziehungsweise, na, wäre es eigentlich sinnvoller. Dann wurde jetzt die Stammausgabe und die Beobachtungspunkte direkt daneben. Ich fahre es mal zurück auf den Weg wieder. Aber fahr du einfach auf dem Weg weiter, ich fahre hier um den Wald herum auf dem Weg. Zurück. Wir sehen uns auf dem Weg wieder. Das Ding ist, die haben halt Tanks hinten drauf. Da würde ich vielleicht einfach mal auftanken, was ist denn da? Dass man die mitnimmt als Tankreserve. Wir sind für einen von denen. Und der scheitert. Ich höre mich lustig. Nein. Ich bin nur gegen Baum gefahren. Ach so. Wow. Und der Baum, der will sich nicht umknicken lassen von mir. Ein Berg hoch, auf der Spitze steht ein Baum. Wo, was macht Pascal? Fährt gegen den Baum. Ja, was denn? Okay, dann warten wir mal ganz kurz, dann hole ich nämlich den anderen. Oh, sind 500 Liter Sprit hier. Ui. Jo, jetzt bin ich vollgetankt. Ich glaube, Sprit ist auch ein wertvolles Gut hier. Jo, ja, mein Lenker macht was es will. Wenn das Force-Feedback zu krass wird. Ich lasse es einfach mal los, ja. Ja, okay, es geht. Das ist ein ganzes Schön. Dann warte ich mal. Oh, guck mal, jetzt noch ein See auf der Strecke. Cool. Ich hätte noch nicht genug Wasser heute. Das glaube ich dir. Aber er bleibt im dritten Gang, also daher. Obwohl ich einfach mitten durchfahre. So, wenn wir jetzt mal weiterfahren, müssen wir mal schauen, ob es dann hier eine Abbiegung irgendwie dann gibt in Richtung Stammausgabe. Aber ich glaube, ich sehe hier vorne schon eine. Stammausgabe? Dass wir die einfach mal... Nicht Stammausgabe. Nee, zur Stammausgabe. Hier vorne direkt ist nämlich eine Stammausgabe und neben der liegt der Beobachtungspunkt. Ich würde den ganzen Beobachtungspunkt da rollen, deswegen. Ja, ich glaube, hier ist doch da auch schon mal. Okay. Dass ich dann wieder auf den Weg zurückkomme. So, ich hoffe, bis auf einmal hier lang. So, und hier ist direkt die Stammausgabe. Oder? Ja. Und der Beobachtungspunkt, der ist dann da. Das heißt, ich fahre einfach mal hier lang. Einfach mal so YOLO-mäßig. Ah, hier ist ein See. Toll. Wasser. Das wird Erfahrung. Na, ich sehe den Beobachtungspunkt. Wart hier einfach dann auf mich. Aua. Böser Baum. Der hat 75 Schaden gegeben. Ui, ui, ui. Der war ja aber sauer auf dich. Ja, okay. Warte hier einfach diese Abbiegung, an die du jetzt kommst, warte einfach auf mich. Komm wieder zurück. So, wenden in drei Zügen. Boah, ist das schön, hier Land zu sehen. Ja. Da vergisst man mal, dass ein Großteil der Map eigentlich überschwemmt ist. Aua, ich habe mich am Baum verklemmt hier. Wir kommen auf eine Straße raus. Fuck! Eine Straße. Ah! Nein! Ich habe mich mit dem Truck in den Baum komplett verklemmt hier gerade. Kommst du raus?
Ja, ich bin noch nicht ganz sicher. Weil ich bin abgerutscht hier. Und klemm jetzt. Ich fahr mal so in Richtung Stammausgabe. Ja, so wenn, dann müsste man dich seitlich hier heute im Wall hochziehen. Ach, du bist da. Ich bin an der Stammausgabe vorbei, natürlich. Ja, okay, ich komme nicht mehr weiter. Man muss mich seitlich in den Wall hochziehen, den ich abgerutscht bin. Ich bin jetzt Richtung Stammausgabe gefahren. Ja, du musst einer hinter der Stammausgabe erst abbiegen. Weiß ich jetzt auch. Mahlzeit. Ich bin ja abgerutscht, seitlich. Ah. Fahr mal noch ein Stück weiter nach rechts von dir aus, da zwischen den Bäumen durch, dass du dich da irgendwie auf den Wall hochstellst, dass du mich dann hier dann zu dir ranziehen kannst. Seitlich. Also wirklich perfekt seitlich musst du mich ziehen. Warum muss ich dich perfekt seitlich ziehen? Weil der Baum sich perfekt zwischen Ladefläche und Führerhaus eingeklemmt hat. Ah. Fahr mal noch. Nee. Noch weiter. Fahr mal noch weiter nach rechts. Warum denn? Also, wir probieren es mal ganz kurz so. Und dann können wir immer noch. Das wird so nichts werden. Klemm hier am Baum. Meine Ladefläche drückt gegen den Baum jetzt, wenn du mich so frontal ziehst. Ich zieh dich ja schon ein Stück seitlich, deshalb dachte ich. Du musst mich wirklich ganz seitlich ziehen. Ja, das hast du jetzt schon zum vierten Mal gesagt. Das reicht auch irgendwann. Ja, aber es ist die Tatsache. Tatsachen verändern sich nicht, indem man sie viermal sagt. Ja, aber sie bestätigen sich. Nein, auch das nicht. Das denken ja manche Verschwörungstheoretiker. Wenn sie etwas nur häufig genug wiederholen, dann stimmt es irgendwann. Ich habe auch ein Argument, das nennt sich Physik. Das ist legitim. Kommst du hoch? Sich einen Punkt weiter hinten von mir nehmen, vielleicht? Ein Stück weiter hinten, so eine Ladefläche, so perfekt seitlich bei mir. Perfekt seitlich? Was hast du mit deinem blöden perfekt seitlich? Also ich sag mal, ja, der Punkt, der zieht sich zu mir, allerdings ist der Punkt mittlerweile in der Luft. Kriegst du ihn noch ein Stück vorzufahren? Ja, ich kann noch ein Stück vorfahren. Am besten wäre es noch ein gutes Stück vorfahren. Dass ich dich dann nach hinten daraus ziehe. Nee, perfekt seitlich wäre es Option. Junge, jetzt ja auf. Es funktioniert nicht perfekt seitlich. Das funktioniert nicht. Ja, dann mach's leicht nach hinten, aber nur leicht. Das ist der Beobachtungspunkt, dann hast du dich da reingefahren? Ernsthaft? Ja, ich wollte hier gerade runterfahren, bin aber abgerutscht und dann in diesen Baum reingerutscht. Wie bist du denn von dort? Egal. Gut, lass los, ich hab die Handbremse drinne. So. Aber wie es dann weitergeht hier, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.